Moin, moin und heidi ho, ihr Lieben. Hier ist wieder eure Mathilde mit Edna und Harvey in der Irrenanstalt. Wir haben letztes Mal die übrigen vier Insassen kennengelernt. Und jetzt wollen wir allerdings daran arbeiten, hier wirklich rauszukommen. Also gehen wir mal wieder ins Wäscheliftsystem und gucken mal, wo uns das so hinführt. Und los geht's. Ja, ist ja so ein bisschen langweilig jetzt hier ohne den Herrn Mantel. Da kommt der nächste Ausgang. Sehr nett, hier sieht man den lieben Herrn Mantel. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Der scheint nämlich in der Wäschetrommel zu sein. Jo. Aber wir können ja mal versuchen, ob wir zum Adrian vordringen können. Da kommt der nächste Ausgang. Weil von dem brauchen wir ja die Goldmedaille. Oh, da fällt mir ein. Ich habe vergessen, zwischenzuspeichern, falls das Spiel wieder abstürzt. Machen wir. So. Okay. Droggelbecher. Hallo. Droggelbecher. Ist das dein Name? Droggelbecher. Darf ich da nicht rein? Droggelbecher! Aber ich brauche eine Audienz beim König. Droggelbecher! Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Wie könnte man Droggelbecher beeindrucken? Ist Droggelbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Ich könnte ihm nie was zuleide tun. Gibst du mir ein Autogramm? Droggelbecher. Na gut, aber ich komme drauf zurück. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Hey. Ich habe ein Geschenk für dich. Aua. Es ist Captain Unbrauchbar und Katze. Der Angriff der Todesbrote. Die limitierte Erstauflage. Droggelbecher. Ach so. Droggelbecher. In der kurzen Zeit? Droggelbecher. Wow. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Hm, lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Okay. Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Droggelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Droggelbecher. Und ob. Kann ich dann jetzt zum König? Droggelbecher. Cool. Oh. Ich meine, danke. Super. Cool. Dann können wir jetzt mal den Adrian kennenlernen. Geil. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft. Meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Droggelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand. Ich glaube nicht nur die Hand. Kann sie mein Schwert noch führen? Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor
du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Ein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Ja, die hätte ich gern. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Okay, machen wir mal. Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit, was auch immer das wird, eröffnet. Sehr Nun schön. Dann, es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um alles oder nichts. Oh, oh. Erfolg oder Niederlage. Ruhm oder Schande. Köderfisch. Oh Gott. Oder Wurm. Du machst es aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut, schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Was? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Ach du Scheiße. Kopf oder Zahl? Das ist ja 50-50. Kopf. Zahl. Scheiße. Tja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Ich will es noch einmal versuchen. Ja. So sei es. Kopf oder Zahl? Versuch's noch mal mit Kopf. Kopf. Zahl. Tja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Mann. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Ja, da ging ich auch immer spazieren. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Okay. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Also, das heißt, wir brauchen irgendwie einen Elektroschock, damit wir auch hellsichtig werden. Ah, reden wir mal mit dem Alu-Mann. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon! Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit
du auch Dinge vorhersehen kannst. Yay. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. So, also, wir brauchen einen besseren Kleiderbügel. Das wäre dann der Kleiderbügel von dem Herrn Mantel. Herr Mantel ist in der Waschmaschine und das bedeutet, wir müssen nach unten. Hoffen wir einfach mal, dass das Bett von Hoti und Moti mittlerweile im Wäschekeller angekommen ist. Weil dann können wir da runterspringen. Gehen wir mal gucken. Da kommt der nächste Ausgang. Das Bett ist immer noch da. Ist ja doof. Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Was können wir denn da noch drauf packen? Ah. Lecker. Und dazu noch dieses... Nein. Und dazu noch... Ich möchte die Cornflakes... Und dazu... Ich darf nicht meine niederen... Damit verschwende ich nur wertvolle Überschussenergie. Das Bett ist so weich, dass... Hiermit kann ich kein Unheil mehr anrichten. Der Stinktrink ist leer. Ah, vielleicht können wir uns ja einen neuen Stinktrink besorgen oder so. Cornflakes müssen nicht gekocht werden. Oder Fußnägel? Ah. So, wir machen mal so ein typisches, das man so gerne mal macht. Einfach mal raus und wieder reingehen. Vielleicht waren es ja die Fußnägel. Nein. Ich guck mal, ob ich da noch einen Stinktrink drauf verschütten kann. Und los geht's. Dubidubidu. Da kommt der nächste Ausgang. Ah, da hängt auch der Kleiderbügel. Warte, warte, warte. Da kommt der nächste Ausgang. So. Einmal Stinktrink, bitte. Die gab's da irgendwie. Nee. Oh. Wie süß. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Sonst haben wir ja nichts mehr. Schade. Da ging es im Therapieraum. So. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ja, wir nehmen nochmal den Stinktrink. Nicht noch einen. Lieber gehe ich freiwillig in meine Zelle zurück. Ach, nee, doch nicht.
Ich meine mich zu erinnern, dass wir da irgendwie draufkrümeln können. Müssen. Vielleicht können wir ja doch was von dem Fingerfood noch mitnehmen. Ich will nicht gleich alles nehmen. Mann, wie war denn das nochmal? Irgendwas zum Krümeln. Die Dinger futtert sie ja nur. Nerv. Ich meine, das war hier, dass man was gekriegt hat. Nicht wirklich Appetit. Nicht wirklich. Ich störe sie lieb, die wollen sicher allein sein. Lieber nicht. Warum nicht? Ach halt. Na, ihr Appetit? Es brickt. Ich will. Und dazu. Eigentlich spiele ich aber die. Ah. So. Ihr Lieben, da haben wir doch die Chips, die wir brauchen. Ugh. Ganz hinten versteckt. Manno. So, jetzt haben wir's. Jetzt aber, jetzt wird losgekrümelt. Ich wusste doch, dass da was war. Auch ein bisschen gemein, muss ich sagen. Da kommt der nächste Ausgang. So. Jetzt krümeln wir aber nochmal das Bett so richtig voll. Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl her. Im Bett darf man aber keine Chips essen. So, jetzt aber. Ich hoffe, jetzt können wir da runterspringen. Und los geht's.
Da kommt der nächste Ausgang. Ah, sehr schön. Guck mal. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Ah, dann nehmen wir den Kleiderbügel. Zack. Beam me up, Scotty. Ach so, ich muss das natürlich mit dem Kleiderbügel benutzen. Das sieht gefährlich aus. Egal. So, Beam me up, Scotty wurde übrigens nie in Star Trek gesagt. Genauso wie der Satz, ist ja komisch, ist aber so, auch nicht von Peter Lustig gesagt wurde, sondern, glaube ich, in der Sendung mit der Maus vorkam. Egal. Der Wäschelift bereit. Ja, das kennen wir ja schon. Ändert aber nichts daran, dass wir hier alles voll schmieren. Der Wäschelift. Sehr schön. So, jetzt können wir den Kleiderbügel Nummer 1 oder Nummer 2, das ist eigentlich egal, dem Alumann geben. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich hab noch... Schieß los. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen. Ach so. Ich muss lang... Pass auf. Dann geben wir ihm mal den Kleiderbügel. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Yay. Und wieder ins Wäschelift-System. Ich habe das Gefühl, wir werden noch sehr, sehr viel mit diesem Wäschelift fahren. Da kommt der nächste Ausgang. Und wir müssen noch mal weiter. Also irgendwie sieht das hier alles ein bisschen schmutzig aus. Hier könnte mal echt jemand sauber machen. Als ob hier jemand die ganze Zeit mit Ketchup und Senf und Stiften rumrennt und hier alles voll schmiert. Da ging es in den Heizungskeller, genau. Da wollen wir noch gar nicht hin. Oh, aber hier. Die Matte kann ich noch bearbeiten. Oh, und die Pflanze da können wir auch noch beschnibbeln. Aber keine sinnlose Zerstörungswut, bitte. Ja, Katze. Ah, Edna, endlich. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Ich... Zu spät. Na toll. Oh, wie nett, Harvey hat auch ein Skelett. Na, das war ja was. So, und ich glaube, ich nehme den kürzeren Weg und lass mich einfach so nochmal reinstecken. Ich habe keine Lust, schon wieder das Special-Lift-System zu nehmen. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ich bin schon weg.
Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Doch, mich! Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. So, dann wollen wir doch nochmal zu König Adrian gehen. Das habe ich wohl vermasselt. So, ich will die Goldmütze. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Si, si, claro. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Ich will es noch einmal versuchen. Hoffentlich klappt es so jetzt. So sei es. Gott oder Kopf. Meine Treue. Ja. Es ist Kopf. Wuhu. Bist du etwa auch Uhuhu. Unter die Hellseher gegangen? Jo. Ja, wir werden es niemals herausfinden. Wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte? Halt, halt, halt! Nicht so schnell. Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Was? Aber... Ich tippe auf Zahl. Moment, das... Tja, Zahl. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Recht. Sollten dann die ganzen Elektroschocks umsonst gewesen sein? Was sagst du? Ach, nichts. Noch ein Versuch. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahn? Zahl. Tatsächlich. Ah, jetzt ich. Ich tippe auf. Oh. Ja. Kopf. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Wie machst du das, dass du ständig gewinnst? Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Gabe. Alles begann an diesem Tag. Ich kann mich nur vage erinnern. Ich reparierte gerade den Blitzableiter auf unserem Dach. Es gewitterte schrecklich. Und die Eisenrüstung, die ich trug, zwickte unangenehm. Immer wenn ich das Schild, auf dem in großen Buchstaben "Ich verspotte dich, Tor" stand, von einer Hand in die andere wechselte. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau er war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich irgendwo daneben gelegen. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Ja. Ja.
Müssen wir mal ein bisschen überlegen. Irgendwie müssen wir an diese dämliche Goldmedaille kommen. Diese Folge werden wir das nicht mehr machen. Mal schauen, vielleicht fällt es mir ja zur nächsten Folge ein. Oder was anderes. Fällt mir ein, vielleicht kriegen wir es ja noch hin, dass wir hier da an dieser dämlichen Gruppentherapie teilnehmen. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Vielleicht kümmern wir uns das nächste Mal um die Unterschrift, bevor wir uns weiter mit König Adrian befassen. Also, wie gesagt, bis dahin, ihr Lieben, liken, kommentieren, vielleicht ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssili!